meine Damen und Herren. Willkommen hier zu Star Stables Online. Perfekt, das war super duper. Nein, das ist ein Pferdespiel. Und da ich jetzt die Hindernisse aufgebaut habe, dachte ich mir so, ja. Ey, tut mir leid, ich bin krass. Ja, ich bin immer noch ich und nein, das ist jetzt kein Scheiß. Ich habe kein Pony. Ich brauche ein Pony. Teste dein Pony laufen. Ich habe. Ist das mies? Ja, Star Stables Online, ein Pferdespiel, Leute. Ich habe mich rumschlagen lassen, dass ich ein Pferdespiel spiele. Ich muss echt sagen, gestern habe ich mir so gedacht, ja, okay, ich gehe mich mal erhängen. Und heute habe ich irgendwie Bock gehabt, das Spiel zu spielen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich habe extrem Bock gehabt auf einmal. Es ist einfach eine riesige Map, eine verdammt riesige Map. Also, ich kapiere diese Map. Also, ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Dieser Part soll eigentlich nur mal so ein ja, Leute, ich bin durchgedreht und ja, ich spiele jetzt ein Pferdespiel. Ach komm, wir gucken mal, ob ich ein Pony. Ich habe bestimmt nicht genug Geld für ein Pony. Nee, ich habe bestimmt nicht genug Geld für ein Pony. Nee. Guck mal, ich kann sogar schreiben. Aber keine Pony ist online. Vor allem, Leute, eigentlich ist das Spiel ziemlich lustig. Also, es ist relativ gut gemacht für die Leute, die wirklich Pferdefans sind. Ich möchte jetzt schon mal sagen, nein, es ist kein Product Placement. Für die Leute, die wirklich Pferdefans sind, für die ist dieses Spiel bestimmt einfach nur göttlich. Es ist auch gar nicht mal so dämlich, muss ich... Ich finde es eigentlich, wenn ich jetzt ein extremer Pferde-Fan, Fanatiker und sonst was wäre, dann würde ich hier das Spiel feiern und mir jeden Tag darauf ein... holen, wie ich möchte. So, eine Art von der Kuh oder was war jetzt für eine Mission? Ich achte gar nicht so richtig drauf. Vor allem, man kann das Pferd auch noch füttern und so. Warte mal, wo reite ich ihn gerade hin? Ganz ruhig, Pferd. Vor allem, das Pferd kann doch nie verspringen. Ich muss erstmal irgendwelche Missionen machen, damit ich dann irgendwann mal springen kann. Das ist schrecklich. Ich möchte gleich springen können. Ich habe gestern das Spiel, ich bin sogar nicht 2 Stunden gespielt gehabt und habe aber jetzt zu ihnen gesagt, die Kuh ist traurig, ja. Da habe ich gesagt gehabt, jo, okay, ich mach mal hier mit und dann habe ich irgendwie 2 Stunden war ich am Spielen und habe mir so gedacht, ja Alex, genau sehe ich aus. Löwenzahn ist in Wirklichkeit auch so groß, liebe Kinder. Nein, das ist nicht gespielt, dieses Spiel. Nein, nicht so hoch Grafik oder gemoddet. Nein, Löwenzahn ist wirklich so riesig. Ist fast so hoch wie ein Baum. Übertreib mal dein Spiel. Ich finde das auch recht einfach für Kinder, die einfach mal Pferde lieben. Wenn man dann mal aufpasst, dann... oder weiß, was man machen muss, dann es ist relativ nice. Vor allem dort unten, das Orange zeigt an, wo muss ich hin, die gelben sind Aufgaben und ich weiß nicht, wo ich hinreiten muss. Und das Grüne ist abgeschlossen Aufgaben. Ach, ich muss jetzt hier bestimmt zu Kuh. Wo ist denn aber die Kuh? Ich muss aber jetzt bestimmt zur Kuh. Hier drin sind nur Pferde. Hey. Ah! Da! Ah! Nein, Leute, das ganze Spiel schneide ich jetzt nicht. Es ist einfach... Es ist einfach ein lustiges Spiel. Also lustig ist es... Es ist komisch! Beziehungsweise ich schneide wenig. So, jetzt bin ich 3 Stunden geritten, um hier angeblich eine Mission zu starten.
Ah, guck mal, da ist jemand. Vor allem, ich möchte aber, dass mein Pferd springt. Könnte das jetzt sein, dass mein Pferd jetzt so springen darf? Ich soll über die Brücke jetzt reiten und soll es inspektieren. Warum macht er das nicht persönlich? Inspizieren. Heißt das so? Ich würde mal sagen, ab hier ist jetzt langsam die Brücke kaputt. Da könnte die Brücke kaputt sein. Ich weiß aber nicht, ob ich recht haben kann. Warum macht er das nicht persönlich? Ich habe das jetzt... Also vielleicht habt ihr es ja durchgelesen und wisst es warum. So, jetzt wollen wir einen Plan, mit dem man arbeiten kann. Ah, hä? Was mache ich jetzt? Ganz ruhig, Pferd, ganz ruhig. Braves Lemon Star. Vor allem, es gibt kein... keine Jungsnamen. Es gibt einfach nur als Mädel. Ich möchte gerne ein Junge sein. Jetzt heißt sie Alexandra Fischpark. Ja, du darfst jetzt damit rüberfahren. Ich möchte sie nur abstürzen. Kann ich denen jetzt helfen? Oder muss ich jetzt hier helfen? Erster Schritt zu einer funktionierenden Brücke. Reite ich hier hin und her. Jetzt wurde ich auch noch was gefragt. Ob ich nach Silber gar lade. Nö. Ob ich da hochreiten? Ich kann dann. Was? Wo muss ich hin? Ach, da oben. Ah. Aber die Steuerung ist richtig scheiße, finde ich. Wollt ihr mich verarschen? Alter, was ist das denn? What? Ja, als ob. Was kommt denn bitte hier noch raus? Kommt hier jetzt noch ein riesen Kettensäger raus oder was? Was ist das denn bitte? So, aber falls ihr, glaube ich, hoffentlich nicht, liebe Leute, mehr davon sehen wollt, dann gebt mir mal einen Daumen nach oben und zeigt mir das mit einem Abo, wenn ich dann... Bitte deabonniert mich nicht. Also ich höre auch auf damit, aber bitte deabonniert mich nicht. Alles plus das nicht. Muss ich jetzt mein Pferd hier voll bauen? Vielleicht mache ich heute Nachmittag nochmal eine Folge, weil dann kriege ich nämlich einen Pony. Zum Testen. Ey, komm, das Pferd schafft doch mehr als einen Holzstamm, oder? Na gut, dann warten wir noch, bis er sich bedankt hat und dann beende ich den Part. Vorhin Riesenmaschinen und dann so ein ganz kleiner Baumstamm. Aber sag bitte nicht, ich muss hier jetzt sehen. Vom Baum zum... Okay, liebe Leute, das mache ich jetzt alleine. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Sagt einmal ins Wort. Ciao, ciao.